Und jetzt sagen Leute, mit dem E-Bike macht man keinen Sport. Ein schönes Plätzchen zum Frühstücken. Willkommen auf der Schwäbischen Alb. Wuhu. Wunderschönen guten Morgen auf Find the Silence und hallo von der herrlichen Schwäbischen Alb. Ich bin vor wenigen Minuten zu Hause dort im Nachbardorf gestartet und möchte dich heute mitnehmen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Tour. Nicht nur deswegen, weil ich heute ausnahmsweise mal das Fahrrad gegen den Maxi getauscht habe oder eben andersrum, den Hund zu Hause lasse bei ungefähr 40 Kilometer Tourenlänge, sondern vor allem deswegen, weil es heute zu einem ganz besonderen Stück Natur geht. Wir fahren dort rüber in das Herz des Biosphärenreservats Schwäbische Alb, den Truppenübungsplatz Münsingen. Eine Landschaft, die unglaublich unberührt, weit und vor allem ziemlich menschenleer ist. Ich hoffe auch heute am Samstagmorgen bei schönstem und ziemlich heißem Wetter. Und wir wollen dort nicht nur diese wunderbare Natur erforschen, die Stille genießen, sondern auch einige Überbleibsel aus der Zeit des Truppenübungsplatzes besuchen. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Das Wetter wird wunderschön und ich freue mich auf eine herrliche Tour gleich nach meinem Frühstück. Guten Appetit. Und es ist so schön heute Morgen. Unsere erste Station ist der Sternenguckerplatz Zeilingen. Die große Fläche ohne jegliche Straße und vor allem auch ohne jegliches Dorf oder irgendein beleuchtetes Objekt heißt natürlich, hier gibt es eine wunderschöne Dunkelheit und hier am Sternenguckerplatz, vor allem auch noch ein Stückchen weiter drin, am Turm, wo wir gleich hinfahren, kann man herrlich den Sternenhimmel fotografieren. Ich blende dir mal ein Bild von der Milchstraße ein, das ich hier vor einigen Jahren gemacht habe. Ansonsten auch ein wunderschöner Platz, um hier mit seiner Freundin und einer netten Banane einen schönen Abend zu verbringen und hier den Sternenhimmel anzuschauen. Einfach klasse. Irgendwie kein Stern zu sehen gerade eben. Komisch, oder? Erster nennenswerter Anstieg zum Aussichtsturm Waldkreuz. Von diesen Anhöhen aus wurde einst mit Artillerie hier mitten in das riesige und weite Truppenübungsgelände geschossen.
Vor einigen Jahren, als ich hier das Foto gemacht habe, da haben dort vorne noch ein paar Fotografen übernachtet und auf der Wiese gecampt. Das geht jetzt inzwischen wohl nicht mehr. Es gibt hier einige Türme, die man besuchen und auf die man hochklettern kann, wenn man keine Angst vor Gitterblechen hat, durch die man hindurchschauen kann. Man hat hier einen herrlichen Blick dann über dieses wunderschöne Gelände. Das hat man von vielen anderen Stellen, aber auch ohne auf einen Turm zu steigen. Auf alle Fälle, was ich dir versprochen habe, ist Ruhe und das kannst du hier hören. Ein Traum, oder? Aus statischen Gründen darf der Martin gar nicht auf diesen Turm steigen. Je, ich sehe wohl sehr schlimm aus, hör, ihr Kleine. Truppenübungsgelände, hier im Kern des ehemaligen Truppenübungsgeländes, das im Jahre 1895 für die Truppen des Kaiserlich-Deutschen Reichs gegründet wurde, gibt es immer noch viele Bunker und andere Zeugnisse aus dieser Zeit. Diese zu erforschen ist keine gute Idee, denn noch immer liegen hier unendlich viele Reste an Munition herum, die man durchaus nicht anfassen sollte. Solche Bunker sind inzwischen beliebter Lebensraum für seltene Tiere, für Fledermäuse, die es hier gibt, für ganz, ganz viele wunderschöne Vögel, Bussarde, Falken und andere Fliedergeflügler, Geflügler. Es gibt hier wunderschöne Schmetterlinge wie den Schwalbenschwanz, die es nur noch an wenigen Stellen in Deutschland so zu finden gibt wie hier. Schwarzkehlchen, Rotwilan, Neuntöter oder die Heidelerche. Das sind einige der bekanntesten und am meisten vorkommenden Vögel hier im ehemaligen Truppenübungsplatz. Diese Hütte ist noch nicht allzu alt und wenn man etwas Geduld hat, kann man hier wunderschön Vögel beobachten. Allgemein habe ich hier auf meinen Touren vor allem etwas in der Frühe, im Frühling oder im Herbst, ganz, ganz viele Tiere gesehen. Mir sind schon Füchse oder ganze Wildschweinrotten über den Weg gelaufen. Es gibt Rotwild und andere Tiere, die hier in diesem wunderschönen Gebiet zu Hause sind. Die Wälder werden hier nicht mehr betreten. Das heißt, die Waldgebiete sind völlig der Natur überlassen, entwickeln sich, wie sie wollen, während die weite Heidelandschaft, das heißt die Gräser, weiterhin von Schafherden bewirtschaftet werden. Das heißt, hier trifft man regelmäßig Schafherden und ihre Hirten. Darf man das? Bin ja in Ordnung. Das sind die Esel. Ja.
Ein bestimmter Versuch von Phil in der Metzgerei-Eidröse. Ja. Ja. Oh, jetzt geht's aber los hier. Ja. Oh, ja. Ich bin begeistert, wie der Zufall so spielt, hat mich gerade hier einer der Naturparkranger, naja, es gibt hier keine offiziellen Naturparkranger, aber einer der Beauftragten hier für den Naturschutz und für den Forst, spontan mitgenommen, hochgefahren zu einer Eselkolonie, da leben 40 Esel in einer interessanten Symbiose mit einem Vogelart, einer brüteten, auf dem Boden brüteten Vogelart. Er hat mir einiges erzählt über die Munitionsbelastung hier, die weitaus größer ist, wie ich vermutet habe. Und er hat mir auf einer kleinen Rundfahrt die ganze Ecke gezeigt. Ich bin echt begeistert. Viele, viele Infos von ihm. Ein herzliches Dankeschön, falls Sie das sehen. Und wir fahren jetzt aber langsam weiter in Richtung des ehemaligen kleinen Dörfchens, das einst hier im Truppenübungsplatz sich auflösen musste. Ab jetzt geht's zu einem Lost Place. Wir fahren nach Gurn, das ehemalige Dorf. Wir sind hier an der alten Hüle in Gurn. Das Dorf hier ist mitten auf der Schwäbischen Alb beheimatet und, was ist typisch für die Schwäbische Alb, der Kalkboden. Wasser versickert hier unglaublich schnell und so war es wegen der Wasserarmut und dem rauen Klima kaum möglich, hier Landwirtschaft zu betreiben. Die einzige Möglichkeit war die Viehhaltung, aber Mensch und Vieh brauchten Wasser. Hier in Gurn gibt es einen Glücksfall, denn der Untergrund hier besteht aus einem Basaltkegel. Basalt ist wasserundurchlässig und so sammelt sich hier noch heute das Wasser. Bis 1937, als klar wurde, dass das Dorf dem Truppenübungsplatz weichen musste, denn die Waffen konnten weiter schießen und so brauchte das Militär ein größeres Areal. Das heißt, für 500 Menschen, mehr als 500 Menschen Abschied nehmen von ihren Häusern. Liebe Klasse, bitte aufpassen. Wir machen weiter mit der Geschichte von Gurn. Im Jahr 1937 wurde klar, dass der Truppenübungsplatz erweitert wurde und den Bewohnern blieb genau 2 Jahre, um das gesamte Dorf zu verlassen. In den Jahren darauf wurden die Häuser Opfer der Schießübungen und der Häuserkämpfe und letztendlich sind genau 2 Häuser übrig geblieben. Die Kirche, die inzwischen von einem Verein liebevoll restauriert wurde, und das Schulgebäude, das zum einen zu einem kleinen Museum geworden ist und zum anderen zu einer kleinen Einkehrmöglichkeit. Denn hier im gesamten Truppenübungsplatz gibt es sonst nicht ein einziges Haus. In alle Richtungen dauert es ungefähr 5 Kilometer Luftlinie, um ein bewohntes Haus oder eine befahrbare Straße zu finden. Ein unglaublich schöner und ruhiger und entspannter Ort. Genau das Richtige für Find the Silence. Und wenn du jetzt noch nicht genug Klugscheißerei hast, dann bitte ich doch, dich das einmal vorzulesen. Ja.
Danke. Und da sagen Leute, mit dem E-Bike macht man keinen Sport. Dort unten befindet sich eine Zielschießanlage. Wobei ich mich wundere, eigentlich muss man ja immer auf Ziele schießen, aber egal. Die Ringstraße hier übrigens ist für den Verkehr, auch für Fahrradfahrer und Fußgänger gesperrt, denn diese wurde von einem Firmenkonsortium rund um Liebherr und Mercedes gemietet, um hier Testfahrten durchzuführen. Allerdings keine allzu schnelle, sondern nur ganz gemütliche. Wir befinden uns im alten Lager bei Münzingen. Das alte Lager hieß schon zu seinem Bau so, als es 1895 gebaut wurde. Hier waren die Truppen stationiert, die im Übungsgelände trainiert haben. Hier wurden zwei Armeen ausgehoben während des Zweiten Weltkriegs. Eine italienische und eine russische, die auf der Seite der Deutschen gekämpft haben. Hier kann man shoppen gehen, hier kann man einkaufen, hier kann man die Ruhe genießen und hier kann man einfach mit dem Fahrrad durchfahren und das machen wir. Ja, du bist das ganz coole Schaf hier, hä? Huh? Wie euch hier. Hallo. Hier wurde einst Kalk gebrannt.
Die herrliche Weite hier kann man einfach nur genießen. Im Umkreis von 10 Kilometern gibt es kein bewohntes Haus, keine Straße und auch keinen Dönerladen. Das ist einfach nur wunderschön, ruhig, still und zu genießen. Find the silence eben. Zum Wandern nicht so toll, denn es fehlen die Pfade. Zum Radfahren auf diesen Straßen und Forstwegen ohne jedes Auto einfach nur ein Traum. Kann ich dir nur empfehlen. Möchtest du etwas mehr Tourismus? Dann starte rund um Münsingen. Möchtest du die Natur pur? Dann starte im Norden, in Feldstetten oder Zeiningen und tauche ein in die wunderschöne Landschaft. Ein Traum. Ein Traum ist jetzt auch mein Radler heute Morgen und nachher fahren wir nach Hause. Wir starten hier in Feldstetten, fahren hier rum, hier rüber, hier runter und hier hoch. Hi, das war eben ein Kulturschock. Als ich wieder aus dem Biosphärenreservat, aus dem Truppenübungsplatz herauskam und direkt auf die Bundesstraße getroffen bin, wo heute der typische Samstagsverkehr ist, wenn die Autobahn wohl überfüllt ist. Wie schade, es war mal ordentlich Verkehr. Naja, Find the Silence hatte ich heute für fast 4 Stunden im wunderschönen Truppenübungsplatz mit einer herrlichen Ruhe, einer wunderschönen einsamen Natur und einigen fantastischen kleinen Gegebenheiten. Jetzt bin ich wieder zurück in meinem Wohnortchen, nicht weit von hier ist mein Häuschen, wo Maxi bereits auf mich wartet und wir den Nachmittag im Kühlen verbringen werden. Denn selbst auf der Rauen Alp wird es heute wohl über 30 Grad heiß. Sommer in Deutschland. Das haben wir doch alle gewollt und jetzt werden wir es einfach auch genießen. Ich danke dir fürs Mitkommen auf unserer kleinen Tour. Ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden, denn es war die erste richtige Tour mit meiner neuen 360-Grad-Kamera. Zusammen mit der großen Kamera soll es hoffentlich ein paar spannende Bilder geben. Schreib mir doch, ob es dir, wie es dir und ob es dir nicht gefallen hat. Das würde mich riesig freuen. Ansonsten lass gerne ein Like da und wenn du weitere Filme von der Schwäbischen Alb und von meinen Reisen sehen willst, dann lass gerne ein Abo da. Bis dahin sage ich dir eine wunderschöne Woche, schaff's gut und find the silence. Neun Töter oder der Piep, piep. Wir sind an der alten Hüle in Gurn. Gurn, ich kann das Ding nicht aussprechen. Brauchten die hier mehr Platz und jetzt habe ich mich so versabbelt, dass ich von vorn anfange. Eben, bla bla bla, ich laber nur Scheiß nochmal. Fuck. Heute ist das Ganze hier ein ganz besonderes, man muss mal, wie nennt man das überhaupt? Ich flutsch heute nur so, Maxi. Ach, du bist ja gar nicht da. Hund, wo bist du? Kein Hund.